Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Bahati Park. Ja, diese Woche gibt's wieder viel Content von mir. Am Montag gab's das Reptilienhaus, am Mittwoch gab's die erste Folge von unserem Australien-DLC Zoo von Ditchery Zoo. Heute eine Folge Bahati Park und morgen gibt's dann auch noch eine Real-Life-Zoo-Tour im Burgers Zoo in Arnhem in den Niederlanden. Aber jetzt gucken wir erstmal hier in den Bahati Park rein. Skilla hat in der letzten Woche weitergebaut. Direkt nach den Wildhunden ist ein super schönes Tierhaus entstanden für die Flughunde. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Hier mit diesem geilen Minengehege mehr oder weniger. Und dann, wenn wir rauskommen, gleich sehen wir es nochmal, wir drehen uns einmal um mit einer schönen Reihe Terrarien, die er hier auch noch wirklich wunderschön eingebaut hat. Super klasse, passt hier super, super gut hin. Ja, und wir werden heute in dieser Ecke weiterbauen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich gerne bauen möchte und dachte, es wird wieder Zeit für ein Restaurant. Für das letzte Restaurant hier an dieser Ecke. Ich habe hier auch mal ganz frech so eine kleine Schleife nochmal eingebaut. Damit wir es tatsächlich irgendwie schaffen, irgendwann mal ans Ende dieses Parks zu kommen. Denn wir reden immer davon, dass wir schön langsam ans Ende kommen und irgendwie bauen wir weiter und weiter und weiter und weiter und kommen doch nicht zum Ende. Mangels der Tiere, die uns aber noch übrig bleiben, sollten wir das tatsächlich jetzt mal in Angriff nehmen. Und deswegen habe ich hier diese Schleife gebaut, sodass wir vielleicht noch ja, 2, 3 Gehege oder so in diesem Karree hier bauen können. Aber dann ist wirklich Schluss. So, was wollte ich bauen? Ja, Restaurant, habe ich ja schon gesagt. Ich hatte mir das Ganze vorgestellt wie so eine kleine Safari-Lodge letztendlich. Am Ende sieht es so ein bisschen aus wie ein Mix aus Wildwestern, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Aus dem Wilden Westen und einer Safari-Lodge. Aber eigentlich ganz cool. Wollte, wie gesagt, da ein Restaurant haben, das kombiniert ist mit einem Tiergehege. So, dass wir letztendlich hier hinten auf dieser größeren Wegefläche ja, die Sitzgelegenheiten für das Restaurant haben. Eine Terrasse letztendlich, auf der man dann in das Tiergehege hineinsehen kann. Hätte sich super geeignet wie bei der Kiwara-Savanne im Zoo in Leipzig für eine große Afrika-Savanne. Da wir jetzt aber schon mehrere Savannengehege haben und dort schon viele der üblichen Verdächtigen untergebracht haben, wie Zebras, Gnus, Gazellen, Giraffen und so weiter, dachte ich, okay, gut, was haben wir denn noch so übrig? Und bin über eine meiner Lieblingsantilopen gestolpert, nämlich den Spießbock. Den wir hier noch nie untergebracht haben. Hoffe ich. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den hier noch nicht untergebracht haben. Und deswegen dachte ich, okay, gut, dann kombinieren wir doch das Ganze. Bauen hier ein schönes Restaurant mit diesem modularen Restaurant. Das im Gegensatz, ich kann es mir nicht verkneifen, zum Souvenirshop wunderbar funktioniert. Bauen auch noch Toiletten mit ein. Auch das habe ich diesmal nicht vergessen. Und glücklicherweise, es war nicht so geplant, weil ich dachte, okay, gut, wir müssen ja dann ein Stallgebäude auch noch irgendwie bauen. Glücklicherweise haben wir dann hier genügend Platz, ihr seht es hier links neben dem Restaurant, dass wir da im selben Gebäude eine Ebene tiefer dann dementsprechend noch den Stall für die Spießböcke unterbringen. Ja, so war der Plan und so konnte ich es dann zum Glück auch in die Realität umsetzen. Und das seht ihr hier jetzt gerade, wie ich das Ganze mache. Zuerst habe ich die Terrasse gestaltet, die Treppe verkleidet mit den Holzpfählen.
baue jetzt im Endeffekt noch so ein paar Stützbalken für das Dachkonstrukt und für das eigentliche Gebäude dann auch. Und ja, dann geht's los mit der Gebäudeverkleidung. Also sieht kompliziert aus, ist es aber letztendlich gar nicht, denn ich habe für diesen kompletten Bau, den ihr heute seht, insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden gebastelt. Also jetzt gar nicht so extrem lang. Zugute kommt mir da auch eben die Routine darin, wie ich Gebäude baue oder dass ich genau weiß, wie ich anfangen muss, was ich genau machen möchte und so weiter. Und dadurch ging das relativ schnell. Hatte ich, wie gesagt, diesmal Glück, weil ich von vornherein wusste, was ich bauen möchte. Oft ist es ja so, dass ich keinen Plan habe, aber ich hatte so das Thema im Kopf, entweder Spießbock oder wir bauen eine kleine Straußenfarm. Straußenfarm auch mit so einem kleinen Shop vielleicht dabei, wo man dann Straußeneier noch kaufen kann und so weiter. Fand ich auch eine witzige Idee, aber wie gesagt, es sind dann eben die Spießböcke geworden. Muss mal schnell einen kleinen Schluck Tee trinken. Ich werde schon wieder krank oder ich bin immer noch krank. Ich hatte mir in den Niederlanden irgendwie eine Erkältung eingefangen, die eigentlich relativ schnell rum war. Kleinen Moment. So. Die eigentlich relativ schnell rum war. Aber jetzt so seit einer Woche oder ja, anderthalb sogar schon. Kriege ich wieder ganz, 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 ganz fiese Halsschmerzen, die richtig tief im Hals auch sitzen und es fühlt sich teilweise an, als hätte ich Säure getrunken, also es brennt richtig. Und keine Ahnung, vielleicht die Erkältung verschleppt oder ich brüte schon wieder was aus, ich weiß es nicht. Deshalb sollte der Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiterreden kann oder weiterreden möchte, lasse ich euch dann mit ein bisschen Musik alleine. Ich versuche mich durchzukämpfen und genug Themen zu finden, über die ich mit euch reden kann. Wie gesagt, aber nicht böse sein, wenn ich es dann irgendwann abbreche und sage, so Leute, jetzt kriegt ihr ein bisschen Musik auf die Ohren und genießt einfach den Rest noch. Der ein oder andere freut sich da vielleicht auch drüber, wenn ich endlich mal reden aufhöre. Okay. Hier seht ihr jetzt im Endeffekt den Bereich, wo ich den Stall jetzt baue bzw. abstecke. Wie gesagt, hat sich glücklicherweise so ergeben, dass es hier platztechnisch einfach super gut hinpasst. Ich musste zum Schluss, das habe ich rausgeschnitten, dann noch ein kleines bisschen nachbessern. Ihr wisst, wie es ist mit den Stellen, mit den Hitboxen der Tiere. Da ist es hin und wieder so, dass man da ein bisschen größer das Tor bauen muss, damit die Tiere dann aus dem Stall auch rauslaufen können. Ich musste nicht sehr viel nachbessern, zum Glück, also es war wirklich bloß ein Millimeter mehr oder weniger, sodass die Tiere jetzt den Stall auch nutzen können und rauslaufen können. Ich habe mir noch was Besonderes einfallen lassen, das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ich hier die Wände ziehe. Unsere Besucher können ja rundherum um das Gebäude laufen, über diese Terrasse mehr oder weniger. Und deshalb dachte ich mir, bauen wir doch hier eine Fensterfront rein für den Stall, sodass die Besucher, wenn sie auf dem Weg ins Restaurant sind, kurz nochmal links abbiegen können und dann eben in den Stall der Spießböcke hineinschauen können. Lustigerweise fällt mir gerade auch auf, oder ist mir während des Bauens auch aufgefallen, dass wir in dieser Ecke des Zoos eigentlich extrem viele versteckte Tiergehege haben. Angefangen mit den afrikanischen Wildhunden, die man von außen ja so gut wie gar nicht sieht. Man muss tatsächlich erst in diese Häuserfront reingehen, um die Tiere dann zu sehen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, das war meine Episode vor 2 Wochen, wo ich das Wildhundgehege eben gebaut habe. Dann jetzt letzte Woche das Tierhaus von Skylla. Da ist es genauso. Man sieht von außen ja eigentlich gar nichts von den Tieren, sondern man muss tatsächlich auch in dieses Haus reingehen. Und jetzt dann auch noch mit den Spießböcken. Da verhält es sich relativ ähnlich.
Ich muss letztendlich auf diese Terrasse hochgehen, beziehungsweise zum Restaurant, außenrum auf die Terrasse gehen, damit ich die Spießböcke überhaupt sehe. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so eine Geschichte, wie der ein oder andere Zoo das auch macht, dass die Besucher den Zoo entdecken müssen und eben nicht nur einfach stupide, wie in einem typischen Stadtzoo, den Weg entlang laufen und damit automatisch an allen Tiergehegen vorbeikommen. Nein, man muss so ein bisschen auf Entdeckertour gehen und das finde ich, ja, das finde ich ganz witzig und ja. Hier habe ich jetzt noch so ein paar Sonnenblenden gemacht. Und dann kommen die Fenster rein. Ja, schön symmetrisch ziehen und schon haben wir unsere Stalleinsicht hier fertig. Ich habe mir dann noch das Tierschild geklaut, das wir bei den Flamingos auch hatten und bei den Somali-Wildeseln. Habe das hier noch an die Wand geklebt, damit die Besucher gleich sehen, was es dort zu sehen gibt. Und ja, jetzt basteln wir noch die Tür fürs Restaurant. Das Gebäude selbst ist nicht begehbar in dem Sinne, dass irgendjemand reingehen könnte, dass Deko drin ist oder was auch immer. Ich habe ganz bewusst auf einen Sitzbereich innen verzichtet, weil ich eben, wie gesagt, die Toilette unterbringen wollte und dieses modulare Restaurant an sich schon sehr, sehr groß ist. Und deswegen dachte ich, nee, da bauen wir keinen Sitzbereich mehr innen rein. Ist doch viel schöner, draußen auf der überdachten Terrasse zu sitzen, wo man dann die Tiere auch sehen kann. Und Schatten hat man da sowieso, also es gibt jetzt keinen Grund, warum man innen im Haus sitzen sollte. Ja, was die Zukunft angeht vom Bahati, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir kommen jetzt schön langsam zum Ende. Ich muss mich mit Skiller noch so ein bisschen auseinandersetzen, wie wir das Ganze dann gestalten. Voraussichtlich wird es dann eine Tour geben, eine Abschiedstour, wo wir beide dann gemeinsam nochmal durch den Park laufen und uns das anschauen, was wir in der ganzen Zeit gebastelt haben. Vielleicht so ein paar Anekdoten dazu auch noch austauschen, wie wir auf die Idee gekommen sind, das zu bauen oder wo wir Schwierigkeiten hatten und so weiter und so fort. Also das wird mit Sicherheit noch als Abschluss kommen. Ich denke mal, wenn ich mir jetzt so diesen Kreis anschaue, den ich da gebaut habe, dass wir vielleicht so 2-3 Folgen noch haben werden. Also einmal werde ich mit Sicherheit noch irgendwie ein Gehege bauen, dann vielleicht noch zweimal Skiller und dann, denke ich, werden wir hier zum Ende kommen bzw. die Abschlusstour machen. Wir haben ja noch ein paar Tiere übrig. Wir haben beispielsweise noch die Strauße. Die, glaube ich, haben wir noch nirgendwo, wenn ich mir wenn ich nicht komplett daneben liege. Dann haben wir noch die Spitzmaulnashörner, wir haben noch die Tüpfelhyänen und wir haben noch diverse Antilopen oder Gazellen. Gazellen glaube ich nicht, weil die, glaube ich, habe ich in der Afrikasavanne untergebracht. Aber so ein paar Antilopen. Ich glaube, die Springböcke müssten wir noch haben, die Bongos haben wir noch, das Weißschwanzgnu haben wir noch. Ich glaube, das war es dann aber tatsächlich auch schon. Ja, alle restlichen haben wir untergebracht, soweit, wenn ich mich nicht täusche. Das dürfte es von Tieren dann gewesen sein, aber ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal schreiben, falls euch noch irgendein Tier einfallen sollte, das wir hier jetzt noch nicht untergebracht haben, ein afrikanisches Tier, das wir unbedingt noch unterbringen sollten. Wie gesagt, 2-3 Folgen haben wir noch. Also die Möglichkeit besteht durchaus, dass wir euer Bitten und euer Flehen erhören und dann dem Tier, das ihr euch hier noch wünscht, noch ein Zuhause geben. Ja, hier habe ich dann nochmal ein paar Fenster dann reingesetzt, einfach um das Ganze ein bisschen netter und freundlicher aussehen zu lassen. Ich werde am Schluss dann auch noch diese Schmutzteile und diese Betonabplatzer und so weiter dran setzen, damit das Ganze noch ein bisschen realistischer aussieht und nicht ganz so aalglatt.
Hier wollte ich die Fenster erst so ein bisschen noch runterziehen, habe mir dann aber gedacht, nee, das machen wir lieber nicht, weil das sah irgendwie komisch aus dann. Vor allem im Zusammenhang mit der Tür vorne für das Restaurant sah das ja sehr merkwürdig aus dann. Als wäre die Tür für Riesen und die Fenster dann irgendwie für Zwerge. Also, naja. Den Sitzbereich für das Restaurant habe ich dann auch noch mit Lampen ausgekleidet. Da habe ich die Lampen aus dem Conservation Pack, dem Arterhaltungs-DLC, genommen, weil ich die echt ganz schön finde. Was ich bescheuert finde, und das Problem habe ich jetzt hier in diesem Fall, wenn man die Lampen und die Lampenschirme zusammennimmt und die dann im Raster ziehen möchte, geht das nicht, weil er dann wieder aus dem Raster rausspringt und das wieder kreuz und quer macht. Deswegen musste ich hier die Glühbirnen zuerst machen und dann die Lampenschirme danach nochmal drüber setzen. War ein bisschen nervig, aber mein Gott, ist nun mal so. So, das Ganze sieht schon ganz hübsch aus. Ihr seht später nochmal ganz kurz, sobald ich das Dach dann auch draufgesetzt habe, wie das Ganze dann nochmal nachts aussieht, wenn man tatsächlich dann die Lampen anhat und ja, das künstliche Licht dort in dem Bereich dann eben auch hat. So, jetzt das Licht aus. Hier, sieht doch richtig schön aus. Ja, jetzt noch das Dach rund ums Gebäude herumziehen. Und dann machen wir oben dicht. Oben habe ich es mir ganz einfach gemacht. Da habe ich diese arktischen Wandtafeln benutzt, um ein Flachdach dann zu machen. Weil ich wollte das Gebäude auch nicht zu hoch werden lassen. Deswegen dachte ich, okay, das Flachdach passt. Und diese arktischen Wandplatten sehen auch vom Farbton her aus ähnlich wie das Reddach aus dem Indonesien-Paket bzw. dem Tropical DLC war es ja. Da passt es ganz gut zusammen. Die letzte Wand noch eingezogen für unseren Stall. Auch wieder ein paar Fenster. Und dann können wir schon die Gehegetür setzen und den Weg für unsere Pfleger ziehen. Den Weg ersetze ich gleich noch durch einen natürlichen Weg, damit der nicht so auffällt. Das haben wir ja schon mehrfach hier gemacht jetzt bei den Wildhunden. Und soweit ich das gesehen habe, hat Skiller das bei dem Tierhaus hier auch gemacht. Bei dem Nachttierhaus. Und deswegen passte das ganz gut. Dann noch ein paar von den unsichtbaren Barrieren ziehen für unser Gehege. Jetzt nur so an der Besucherterrasse entlang. Genau. Und dann machen wir hier dicht mit so einem kleinen Bambuszaun. Und im Anschluss, glaube ich, dass es gleich kommen wird, setzen wir dann die Außenmauern bzw. die Außenbarriere für unser Tiergehege. Da bin ich quer durch den Zoo gelaufen und habe mir überall etwas zusammengeklaut. Einmal hier bei den Erdferkeln unsere Stalaktiten und sag's mir schnell, Kunstfelswand. Weil ich die nicht überall haben wollte, habe ich mir dann unsere Steinmauer von den Fennecs noch geklaut, habe die einfach doppelstöckig gemacht und so ein Stück weit rumgezogen ums Gehege dann.
Genau, und damit das Ganze nicht ganz so langweilig aussieht, habe ich mir dann bei unseren Gorillas noch die Felswand geklaut, wo wir ja schon Pflanzen auch mit drin haben, und habe die einfach zwischendrin so ein bisschen immer reingesetzt, zwischen die Mauer und zwischen unsere Kunstfelsen. Und schon sieht das Ganze doch richtig schick aus. Jetzt brauchen wir noch eine kleine natürliche Tränke für unsere Tiere. Schön mit Schmutzwasser natürlich wieder, damit es realistischer aussieht. Und dann basteln wir noch einen kleinen Sonnenschutz. Das könnt ihr ganz easy machen. Ich habe jetzt hier diesen nordafrikanischen Holzbalken genommen, den runden. Einmal dick für den Ständer und einmal dünn für oben für den Schirm. Dann nehmen wir das kleinste Teil vom indonesischen Reetdach. So, das Teil vergesst ihr jetzt hier, weil das löschen wir gleich wieder raus. Dann nehmen wir diese Dachkante noch vom indonesischen Reetdach. Platzieren die noch richtig. Genau. Mehr braucht ihr gar nicht. Dann diese drei Bauteile markieren, also die zwei Reetdachbauteile und den dünnen Stamm, um 180 Grad drehen, beides in eine Gruppe zusammenfügen und dann kopieren und rotieren. Und schon habt ihr einen wunderschönen, gleichmäßigen Reetdachschirm. So einfach geht das. Mit relativ wenig Bauteilen, mit relativ wenig Aufwand. Da setzen wir jetzt drei davon hier ins Gehege rein, sodass unsere Tiere so ein paar kleine Schattenspender haben. Dann, was auch jedes Gehege unbedingt braucht, damit es nicht langweilig aussieht, ein bisschen erhöhtes Terrain. Das glaube ich, sage ich, seitdem ich YouTube-Videos mache. Keine flachen Gehege bauen. Also keine Gehege, die komplett flach sind, wenn es sich vermeiden lässt. Selbst wenn es nur ein kleines Gehege ist. So ein bisschen Terrainerhöhung zwischendrin lässt das Ganze sehr viel besser und natürlicher aussehen. Ihr seht jetzt schon. Danach dann noch Terrainbemalung. Bisschen Felsen, bisschen kurzes Gras habe ich da jetzt reingesetzt. Gerade im Wüstenbiom, da ist es immer schwierig, dann Dreck zu nehmen, weil den Dreck kann man kaum vom Sand unterscheiden. Deswegen so ein bisschen Gras sieht dann immer ganz cool aus und gibt noch so einen kleinen Farbklecks. Und hebt so diese Geländeerhöhungen einfach nochmal so ein bisschen vor. Das finde ich immer ganz cool. Dann natürlich Felsen platzieren und wieder meine Lieblingspflanzen, den Kreosotbusch und das Asteroidengras. Nee, Aristidia-Gras, ich weiß, wie es heißt. Ich nenne es aber gern Asteroidengras. Genau, und dann geht's los mit ein paar kleineren Bäumen im Gehege und größtenteils natürlich außerhalb des Geheges, damit wir das Gehege nicht zu schattig, nicht zu dunkel machen. So ein bisschen Schatten darf natürlich sein, aber je mehr Bäume man ins Gehege setzt, umso dunkler wird das Ganze und dann sieht es einfach nicht mehr gut aus. Ein paar Blümchen noch für einen kleinen Farbklecks. Genau, dann basteln wir uns noch so ein paar Bäume außerhalb dann hin. Wüstenpflanzen. Kakteen. Diesen Orgelpfeifenkaktus oder so, wie der heißt. Ich glaube Orgelpfeifenkaktus, den finde ich auch immer ganz, ganz schick. Gerade für so Wüstengehege macht sich der immer recht gut.
Dann habe ich noch so ein bisschen Bisongras genommen, damit das Ganze nicht ganz so kahl ist. Gerade auf die Stellen dann nochmal drauf, wo ich das kurze Gras eben schon gesetzt hatte. Das sieht dann nochmal ganz nett aus und gibt nochmal so einen kleinen Akzent. Ja, so sieht das Gehege doch schon wunderschön aus. Jetzt müssen wir vorne vor unserer Lodge noch so ein kleines bisschen Deko machen. Ein bisschen Szenerie, Steine, Felsen, Gras, Büsche. Und dann sind wir so gut wie fertig auch schon. Ja, und jetzt seht ihr es eben nochmal, gerade so mit dem Schild, das ich vorhin noch dran gehangen habe, dieses Gemsbock-Schild. Ich wollte eigentlich Gemsbock Lodge oder The Gemsbock schreiben. Leider sind die Schriftarten, die wir haben, so groß, dass es zu groß geworden wäre. Und deshalb habe ich es nur Gemsbock genannt. Das ist was, das würde ich mir auch noch wünschen, wenn nochmal ein Update kommt, beziehungsweise DLC. Eines soll ja definitiv noch kommen. Dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da vielleicht eine kleinere Schriftart noch mit dabei wäre. Das wäre schon echt cool. Ja, die letzten Steine und Pflänzchen, Tierbeschäftigung und so weiter, das habe ich offscreen dann noch gemacht, genauso wie diese Heubetten für den Stall. Ja, und dann sind wir im Endeffekt auch schon wieder am Ende angelangt. Noch ein bisschen hier den Dreck und Abplatzer dann an den Wänden platzieren und dann geht es auch schon in den Realtime-Part. Ja, und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der heutigen Episode bei Hearty Park. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, lasst ein Abo da, damit ihr auch alle zukünftigen Episoden auf meinem Kanal nicht verpasst. Genau, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Nächste Woche Freitag gibt es eine neue Episode bei Hearty Park auf dem Kanal von Skilla. Verlinkung zum Kanal findet ihr hier in der Videobeschreibung und auch auf unserer geteilten Playlist findet ihr alle Videos zum Hearty Park aus der Vergangenheit und alles, was in Zukunft noch so kommen wird, findet ihr dort eben auf der Playlist. So. Jetzt viel Spaß mit den letzten paar Minuten mit den Tieren und der Gemsbock Lodge und ja, bis bald, schaltet wieder ein. Genau, vor allem morgen, wenn um 14 Uhr dann die Tour durch Burgers Zoo in Arnheim kommt. Also, lasst euch gut gehen und passt auf euch auf. Ciao!